Es sind 7 Stunden 43 Material. Alter! ProSieben, we love to entertain you! Es geht los! Die allererste Folge der Castingshows 2011, das Pokerstars die erst, mit mir und euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Wie bin ich in diese Show gekommen? Ich weiß, wie ich mit meiner Ex-Freundin Urlaub gemacht habe, Wellnessurlaub über Silvester in München. Auf einmal kam eine E-Mail rein, es ist 23 Uhr oder was, es war spät am Abend, es kommt eine E-Mail rein am 1.1. Junge, da steht drinne, willst du Deutschlands bekanntester Pokerspieler werden? Wir suchen Kandidaten für die neue Castingshow. Ich gucke, München, Büro unter Föhring. Ich denke, hä, da ist doch auch noch ein Live. Ich, Frau ins Auto. Ich schreibe schnell einen Brief, ne? Ich schreibe einen Brief, will dabei sein. Meine Freundin, bist du blöd? Du kannst doch jetzt nicht einfach dahin fahren. Da ist doch keiner. Wir fahren hin. Ich hin. Unter Föhring ist kein Witz, wahre Geschichte. Ich über den Zaun geklettert. Auf einmal Alarm. ProSieben, Neun Live war gerade live. Studiogelände von Neun Live. Kein Witz. Auf einmal kam ein Rollkommando mit Hunden. Legen sich auf den Boden. Und so, ich weiß wirklich, ich will nur den Brief abgeben mit Hunde. Der Typ, das wäre nicht das erste Mal, dass wir eine Drohung gekriegt hätten wegen so hoher Telefonrechnung bei Neun Live. Ich so, nein, ich ruf doch gern an. Ich bin doch Dauergewinner. Ich den Zettel hingelegt und dann habe ich am Montag drauf bei ProSieben angerufen. Musste wieder gehen. Hab bei ProSieben angerufen. Und das Krasse war, no joke, du bist der Jens, der über den Zaun gesprungen ist und den Alarm hier angelöst hat. Wir kennen dich alle. Und ich dachte nur, krass, Alter, wirklich. Ja, bin ich. Komm bitte nochmal vorbei, bin nochmal hin. Und war dann dabei. Da hat sich einfach wieder ausgezahlt, meine Hartnäckigkeit. Ja, weil kein anderer hätte das einfach gemacht, ne? Aber ich habe gewusst, in dem Moment, als ich das gelesen habe, dass es keine andere Option für mich gibt, als in dieser Castingshow zu sein. Kein Witz, ich zweifle auch nicht, ne? Ich habe da auch nie gezweifelt, dass das nicht klappt. Wir fangen jetzt an, jetzt kommt die erste Folge und ey, wie lange ich das nicht mehr gesehen habe, ist echt krass. Jetzt geht's los, Pokerstars die ERS. Die erste Show aus 2011. Deutschland im Pokerfieber. Es wird gezockt, geblufft und vom ganz großen Geld geträumt. Es warten spektakuläre Pokerturniere auf der ganzen Welt. Die Besten der Besten führen ein Jet-Set-Leben und gewinnen Pots in Millionenhöhe. 20 Kandidaten bekommen die Chance, Pokerprofi zu werden und den Mega-Gewinn von 100.000 Euro abzuräumen. Pokerspieler, wo seid ihr? Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Habt ihr mich gesehen? Ey, natürlich, Mensch, es ist 10 Jahre her, vergesst das nicht. Chat, es ist 10 Jahre her. Auch zu meinem Outfit, ich werde euch einiges sagen können, etc., was ich mir dabei gedacht habe, werdet ihr im Laufe dieser Shows, wir werden das heute alles nicht schaffen, aber ihr werdet im Laufe dieser Reactions auf diese Castingshow alles erfahren, weil ich werde immer wahrscheinlich wieder unterbrechen, mir fallen Geschichten ein. Ich weiß auch alles nicht mehr genau, aber mir wird sicherlich immer ein oder andere, der Typ ist auch, ich, guckt! I'm coming! Woo. Spannende Challenges, nervenaufreibende Prüfungen. Mr. Dennis Rodman! Ralf Möller! Wer fuck? Because I love money and I want the poker championship! Hallo, ich bin Natalia Gratschew, 37 Jahre alt. Warum ich eine Profi-Poker werden will? Weil es liegt einfach auf dem Hand. Und jetzt, lass uns pokern. Mein Name ist Thomas Buck. Von Lehman Brothers, meine Zukunft. Von Lehman Brothers, der Typ war verantwortlich für die Weltwirtschaftskrise. Jawohl, Kandidat, er ist mit dabei. Von Lehman Brothers, von der Bank, hat alle in Ruin getrieben. Er fliegt mit, geil. Liegt auf dem Pokerpaket. Ich glaube, ich habe die Qualität. I would like to become the next Pokerstar. 90% ich gewinne immer. Ja! Ich bin's, Texas Hold'em. Ich bin's, Texas Hold'em. Verstehen Sie? Ich bin's, Texas Hold'em. Erste Station war das. Wien. 20 Kandidaten haben es bis nach Wien auf Schlosshof zum großen Abschlusscasting geschafft. Für sie ist damit der Traum, Pokerprofi zu werden, ein Stück näher gerückt. Ey, wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe, da dabei zu sein? Ganz wichtig war auch, ihr merkt es jetzt schon. Ich habe meinem türkischen Freund gesagt, den kannte ich seit einer Stunde, seit wir da angekommen sind in Wien. Ich sag zu dem, wichtig in so einer Show, vorne laufen. Ganz, die hinten laufen, die sind ohne. Wir müssen vorne laufen, du musst da sein jetzt, ne? Es ist wichtig. Ich wollte so ein paar Kandidaten mit mir ziehen, ne? Mit mir reißen. Ich habe mich gleich mit ein paar gut verstanden. Ich lauf vorne. Lauf mit mir einfach mit, dann bist du dabei. Lauf mit mir vorne.
Pokerprofi möchte ich werden, weil es einfach ein wahnsinnig großer Traum von mir ist. Guck dir das an. Ey, das ist Leben. Das ist Leben. Das ist Leben. I love Poker! Absolut geil. Also hier will ich wohnen. Wann kann ich einziehen? Da hat man noch meine Disco-Stecherzeiten erkannt, so ein bisschen. Ja, hier will ich wohnen. Hier will ich eins. Habt ihr gemerkt, Alter, was? Diese silberne Jacke, guck mich an. Ich gehe nicht in so eine Show, ohne überlegt zu haben, ne? Ich habe mir was dabei gedacht. Du musst auffallen. Und es gab diesen Laden, ich laufe durch Köln irgendwo ein paar Monate vorher und sehe American Uppery. Ich weiß nicht, wie der Laden hieß. Die haben so abgespacedes Zeug. Und ich denke mir, krass, das brauche ich. Irgendwann brauche ich das. Und kaufe diese silberne Jacke. Und denke mir, das ist the moment. Diese silberne Jacke, Outfit, rauszustechen. Alleinstellungsmerkmal zu setzen. Komm, hör auf. Und auch sie wird eine großartige Rolle einnehmen. Ruhe. It's amazing, you know? Jambalaya. Ich hab's so geliebt, Chad. Um die ein oder andere Pötte zu gewinnen. Also, ist nicht nur Spaß, ne? Ich bin sprachlos, wirklich. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich will alles erleben. Ich lebe das hier, das ist mein Traum. Und Vollgas, von mir aus kann's losgehen. Wer bist denn du, ey? Ich bin Jens aus Rastatt. Was geht? Was geht? Ich bin hier, um Pokerstar zu werden. Seit 4 Jahren spiele ich Poker und ich sag dir was, seit 4 Jahren träume ich davon, dass es diese Show gibt. Ich habe nachts geträumt, es gibt eine Show, in dem ein Pokerstar geboren wird, in dem ein Pokerstar gemacht wird. Aus einem Diamanten, aus einem Bohrdiamanten wird ein Brillant geschliffen. Und es ist soweit und ich kann dabei sein und vor allem, dass diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. Was geht? 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 Ich bin einfach lebendig und solange ich lebe, bewege ich alle Körperteile und lebe meine Zunge aus. Und wenn die sprudelt, lasse ich es rocken. Kein Problem für mich. Don't breath me. Oh, sorry. Ich will die Welt bereisen. Das ist für mich ganz wichtig. Als Pokerstar hast du ein Leben, du erfüllst dir alle Träume. Ich möchte keine Träume platzen lassen. Ich will meine Träume erfüllen. I want to be a high roller in Las Vegas. Yes, zum Glück gibt es Las Vegas. Wenn ich merke, es läuft für mich, dann kann mich nichts mehr bremsen. Mich kann nichts mehr bremsen. Es ist einfach so. Die Welt ist meins und was soll ich denn jetzt noch? Und ich möchte das Heads-Up gewinnen und ich will Pokerstar werden. Ich will die 100.000 Euro. Cause I love money and I want the Poker Championship. Ja, Jungs! Ist das eine Vorstellung? Ist das ein Kandidat, den wir brauchen, Baby? Das ist er doch! Alter, ihr denkt euch ohne Scheiß, diese Brillen, die ich hatte damals, no joke, diese Brillen waren echte Poker-Specs-Brillen. Die gibt es wirklich, ne? Die gibt es, also die Firma ist pleite, aber die gab es. Das sind Brillen, die so nach vorne abstehen, damit du die Karten sehen kannst. Baby, das war, Alter, man hat es mir, glaube ich, angesehen. Man merkt, dass ich es bin, ne? Aber man merkt auf einem anderen Level, natürlich jünger, ne? Ihr merkt es. Ich bin volles Risiko gegangen. Ich war im 3. Ausbildungslehrjahr. Ist kein Witz, ne? Ich war bei in einem Bürokaufmann, 3. Lehrjahr, bei Bertelsmann. Bin in der Ausbildung und alle kannten mich schon. Alle wussten, dass ich der Typ bin, der immer wieder bei Gerichtssendungen auftaucht. Dass ich habe meinen Urlaub genutzt, um zu Castingshows zu gehen. Ich habe blau gemacht, wirklich blau gemacht, weil ich irgendwo was drehen konnte und so. Ich habe alles dafür gemacht. Jeder kannte mich, weil so Regionalzeitschriften auch schon über mich berichtet haben. Ich war davor in ProSieben-Shows bei Wipeout. Ich war der Typ so aus der Region, der überall auftaucht in den Shows und so. Warum? Weil ich Erfahrung sammeln wollte und irgendwo mich, wie willst du anfangen, ne? Und das war einfach mein Ding, volles Risiko. Dann kommt, sagen die mir in München, ja, okay, du bist dabei, ne? Kommst zur Show. Sag ich, wie lange? Sagen die, ja, 8 Wochen hier und da und so. Wenn du rausfliegst, kommst du heim, ne? Ich ins Büro, ne? 800 Mitarbeiter. Chat, Betriebsrat, Bertelsmann, Chef. Ich rein, Personalbüro. Hey, ich komm rein. Folgendes, passen Sie auf. Sie kennen mich ja, sag ich zu der. Sie kennen mich ja, ne? Silke hieß die. Ich sag aber, hab ihren Nachnamen genannt, den erwähne ich. Hey, Silke. Ich hab Nachnamen aber gesagt. Frau irgendwas. Silke. Sie kennen mich ja. Ich bin doch der Typ. Ja, ja, ich weiß, ne? Endstation Dschungelcamp. Sag du direkt, was für Endstation? Sagt ja irgendwann, sag ich, was weiß man noch nicht, sag ich zu dir. Weiß man noch nicht, ne? Keine Ahnung. Dann sag ich zu ihr, ich habe jetzt hier die Chance,
Das ist wirklich die größte Show in meiner ganzen Karriere. Das ist das, worauf ich immer gewartet habe. Ich will in diese Reality-Show. Ich habe mir wirklich davor, ich war so ein großer Reality-Fan, nicht nur deutsche Reality-Shows, ich habe mir alles aus Amerika angeguckt, was ich kriegen konnte. Von diesen ganzen MTV-Shows über, ich habe wirklich alles geschaut, wirklich alles, was ich kriegen konnte, habe ich mir reingezogen und hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß, wie das geht. Ich kann das. Ich bin der richtige Typ für solche Shows. Und ich habe gesagt, ich muss das machen. Dann sagt er, sag ich brauche einen ganzen Termin. Ich brauche Betriebsrat, Chef, alle. Oder sie sagen mir gleich zu, ich darf. Nein. Zack, zack, zack. Betriebsrat. Ich wirklich Rede gehalten vor denen. Ich möchte das machen, unbedingt. Ich muss dahin. Die sagen alle, nein, geht nicht. Ne? Nein, geht nicht. Drittes Lehrjahr. Anfang des Lehrjahres, also Prüfungen sind ja so im Mai. Und das war im Januar, ne? Und ich sagte, ich muss es machen. Es hilft nichts. Die sagen, wenn du gehst, bist du raus. Ich bin einfach hingeflogen, ne? Ich bin einfach gegangen. Ich hab das alles riskiert. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich mach das jetzt. Meine Mutter, der macht eh, was er will. Was soll ich dem sagen? Und ich bin einfach gegangen, ne? Ich bin einfach gegangen. Und ich kann euch eins sagen, nein, die Ausbildung nicht weg. Ich bin zurückgekommen aus dieser Show. Bin einfach wieder hingegangen. Hört zu, Chat. Ich bin einfach wieder hingegangen. Hab eingestempelt. Karte ging nicht mehr im Büro. Piep. Ich sehe schon noch minus hunderte von Stunden, ne? Steht da noch Minusstunden, ne? Ich bin wieder da, du brauchst nicht mehr kommen. Dann bin ich einfach in die Schule gegangen. Dann habe ich mir einen Anwalt gesucht, war mit dem vorm Gericht. IHK war mit dabei, Personalabteilung von dem Ding war mit dabei. Ich habe eine Rede gehalten, mein Anwalt hat eine Rede gehalten und der Richter kannte die Show, hör zu! Der Richter, wie konnten Sie diesem Jungen so eine Chance ergehen lassen? Das war doch ein Ausnahmefall, das kann man machen. Der Junge kriegt alle Gehälter nachgezahlt, braucht nicht mehr in den Betrieb zu kommen und kann seine schulische Prüfung natürlich zu Ende bringen. Bist jetzt gewonnen. Wisst ihr, was das für ein Moment war? Und ich bin nur noch in die Schule gegangen und habe meine Ausbildung noch zu Ende gemacht. Das war zu krank. Diese Zeit war zu wild. Die Konkurrenz ist groß. Aus ganz Deutschland sind die Kandidaten angereist und Starpotenzial meint hier jeder zu haben. Ich glaub, ich bin Star. Was? Solange der in der Show ist, will ich auch in der Show sein. Oh Mann, ich liebe dich, ehrlich. Das ist aber geil, ne? Als ich die Truppe zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gleich... Ich habe den geliebt, den Thailänder-Jungen. Ich schwör's dir, ich habe den geliebt. Ich weiß, das war auch einer der Ersten, der Türke und der Thailänder-Junge. Mit denen habe ich mich gleich gut verstanden. Es ist immer geil, wenn du gleich jemanden hast, mit dem du dich verstehst. Und ich bin ja auch einer, der immer Witze reißt und gut dabei ist. Wisst ihr, ich darf nicht so viel unterbrechen, das tut mir echt leid. Gleich gesehen. Oh, da sind viele interessante Typen dabei. Eine ganz bunte Mischung. Anna-Maria Fercici? Nein, Spaß. Ah, war nur Spaß, weil jemand hat es in den Chat geschrieben. Nein. War auch... Von der mussten wir was rausschneiden, weil das ist ein Burlesque-Girl und die hat sich immer nackt gezeigt. Das mussten wir rausschneiden. Also mir sind da schon zwei, drei Kandidaten ins Auge gesprungen, wo ich dachte, ups, die spielen Poker. Also die Lady mit der blauen Perücke. Nice, fürs Auge. Natürlich ist... nette Ladies am Tisch ist immer schön, aber nichtsdestotrotz, wenn sie gegen mich läuft, dann kriegt sie um die Ohren geballert, ganz einfach. Ich glaube, dass meine Chancen stehen gut. Guter Mann! Die junge Spieler, weil ich gewinne immer. Ich spiele vorne. Giri, mein griechischer Freund, guter Mann. Costa Cordalis, den liebe ich! Noch wissen die Kandidaten nicht, was auf sie zukommt. Der Grund für erste Mutmaßungen lässt nicht lange auf sich warten. Hör zu. Du bist da, du weißt, ProSieben sagt dir, gleich wird, wir wissen gar nichts, ne? Ich weiß nicht, wer in dieser Jury ist. Die sagen, ihr werdet jetzt die Jury kennenlernen. Ich denke mir nur, krass, Alter, kein Plan. Ich habe Poker immer gespielt auf Sachpreisturnieren, nie professionell, nie um Geld. 15 Euro bezahlt und konnte ein Handy gewinnen. Ihr wisst, was ich meine. Das war meine Pokererfahrung davor. Du kommst in eine Poker-Reality-Show und denkst dir nur, krass, wer wird hier verdammt nochmal in der Jury sein, ne? Richtig krass. Also ich denke vielleicht, dass da der Siegerpokal runtersteht oder sowas. Das Schlimmste wäre irgendwelches Ungeziefer oder so, wo ich meinen Kopf reinstecken muss. Aber egal was es ist, ich mache es. Ich mache es. Kakerlaken essen, Kakerlakensaft essen, alles. In der roten Kiste bestimmst du, sind 100.000 Euro. Backe, bleiben wir das für uns? Ja. Geile Kandidaten, ne Chat? Also ich bin natürlich super gespannt auf die Jury. Ich bin schon ganz kribbelig. Ich konnte es nicht glauben. Sophia Thomalla. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich die Jury gesehen habe, als sie die Treppe runtergekommen sind. Und dann ist mir erst wieder klar geworden, ich bin hier wirklich dabei. Es ist nicht nur einfach nur Spaß, sondern ich träume das auch nicht.
Ich denke, wir haben eine hochkarätige Jury bekommen, wie man sich das deutschsprachig eigentlich gar nicht mehr besser vorstellen kann. Und deren Urteil werden wir uns, glaube ich, glücklich unterwerfen. Hallo, herzlich willkommen im kaiserlichen Festschloss Hof bei Wien. Jeder von euch bekommt die Chance, krass, ne? Auf jeden Fall der Stern am neuen Pokerhimmel zu sein. Und ich wünsche euch viel Glück. Schauspielerin und Model Sophia Tomala macht nicht nur im Blitzlichtgewitter eine gute krass. Figur. Mit der jetzt wochenlang auf Tour. Beweist die 21-Jährige ihr Können. Zocken und Blöffen liegt der sympathischen Berlinerin. Sie wird mit Charme und Raffinesse den Kandidaten auf den Zahn fühlen. Chat, zu krass. Und ich kann euch ehrlich sagen, Sophia Tomala, als ich sie da, man hat sich ja dann auch wirklich beschnuppert, ne? Kann ich euch ja sagen, wie es ist. Man hat sich ja, heutzutage kennt man sich sehr gut, ne? Damals hat man sich beschnuppert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, die war zu dem Zeitpunkt, ich war 25 und diese Frau ist 23 Jahre alt, ne? Ist kein Witz. Man denkt, Alter, okay, die ist älter, die ist 23 Jahre alt. Ist in der Jury und entscheidet mit, wer hier weiterkommt, wer hier ausscheidet, ne? Und ich dachte nur, krass, da muss die Bindung stimmen. Versteht ihr? 21 Jahre alt. 21. Ja, auch ich möchte euch herzlich begrüßen hier in meiner Heimatstadt Wien. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Pokerbranche. Kenne ich sehr gut jetzt. Erfolgsmanager Thomas Lammert jongliert täglich mit Millionenbeträgen. Poker ist einfach weltweit Business geworden. Der Österreicher kennt die Szene wie kein anderer. Er organisiert internationale Poker-Events und managt weltweit die Elite der Profispieler. Poker ist ein extrem komplexes Strategiespiel, das sehr viele Facetten bietet und natürlich extremen Einfluss und viele Faktoren hat. Und nur wenn man das Ganze bewältigt, hat man wirklich eine Chance. Und eine, die das geschafft hat und die mittlerweile auch zu den weltweit Besten zählt, ist Sandra Neujax. Ja, von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich weiß, dass ihr alle einen ganz, ganz großen Traum im Gepäck habt. Sandra Naujoks ist Deutschlands Shootingstar der Pokerszene. Wer kennt sie? Die 29-Jährige jettet rund 300 Tage im Jahr um den Globus und nimmt an den wichtigsten Turnieren der Welt teil. Winning a second EPT-Title, Rest on the River. Wer sie nicht kennt, das war zu der Zeit die Pokerspielerin, die einfach abgeräumt hat überall, ne? Überall. Hunderttausende von Euros. It's not gonna happen this time. Sandra wird die Pokerskills der Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen. Der neue Star am Pokerhimmel, beziehungsweise der Gewinner, bekommt eine Einladung zu EPT in Berlin. Zu krass. Und 100.000 Euro in Bar. Das war alles für mich, wisst ihr? Könnt ihr es nachvollziehen? Es geht um 100.000 Euro. 100.000 Euro, das ist natürlich eine ganze Menge Geld. Für ein Stück Freiheit. Du hast es nie wieder arbeiten. Ich einfach und starten ein neues Leben. Leg mal ein paar Taschen und ein paar Schuhe hier auf jeden Fall. Ja, aber bevor sich jemand die 100.000 Euro unter den Nagel reißen kann, wartet natürlich ein langer, schwieriger Weg auf uns. Spannende Turniere, nervenaufreibende Challenges, viele Prominente. Seid gespannt, wen wir für euch eingeladen haben. Und unsere erste große Überraschung. Ich finde, zu dieser Jahreszeit gibt es bessere Städte, um Poker zu spielen. Ich finde, es sollte die Sonne scheinen. Und am besten sitzt man abends am Meer und lässt das Spiel des Tages Revue passieren. Wohin? Und wo könnte man das besser als? Wohin? In der Stadt der Engel in Los Angeles! Da war ich noch nie! Da. Mir ist einer abgegangen! Das war schon eine geile Ansage von der Traum. Das ist ein Traum. Ich würde gerne nach L.A. Wir haben natürlich am Flughafen in Wien ein Privatjet stehen, der uns nach Los Angeles bringen wird. Und zwar schon heute Abend. Einer schreibt rein, wusstet ihr das? Nein, ich wusste da gar nichts.
Ich wusste, dass wir in Wien starten und dass es Woche um Woche geht und dass ich einfach wieder nach Hause, wenn ich rausfliege, geht's direkt nach Hause. An dem Abend, wenn ein Flug noch geht, oder am nächsten Morgen. Geht sofort nach Hause. Aber. Wer ist aufgeregt? Wir haben nur für 10 von euch einen Platz. Ich werde hier alles daran setzen, dass ich hier weiterkomme. Für viele ist das eigentlich das Ziel, dass sie diese eine Reise mitmachen, weil sie nicht wissen, ob sie in den nächsten 10, 20 Jahren überhaupt noch mal die Chance bekommen. Es geht viel, viel schneller, als ihr denkt, denn jetzt beginnt die erste Challenge. Unter euch sind 2 Maulwürfe. Der eine Kandidat hat noch nie zuvor gepokert, kann nicht mal eine 7-2 von einem Royal Flush unterscheiden. Wer? Und der andere ist ein sehr, sehr erfolgreicher Pokerprofi. Und der Gewinner natürlich, den werden wir gleich hier direkt zum Flughafen kutschieren. Und dort wird als erster von den 10 der Privatjet nach Los Angeles betreten. Nimm mich! Ich hoffe es ganz, ganz, ganz fest, dass ich damit fahren kann. Soll ich ehrlich sein? Ein Orgasmus wäre ein Schmerz dagegen. Jetzt unterhaltet euch und findet heraus, wer die Maulwürfe sind. Dafür habt ihr genau eine Stunde Zeit ab jetzt. Schwer, Götze. Gruppenweise gehen die Kandidaten auf die Suche nach den schwarzen Schafen. Mir war von vornherein eigentlich klar, dass es sehr schwierig ist, die beiden Maulwürfe zu finden. Kennt ihr den einen von DSDS noch? Meine Analyse beste gleich. Ich finde, Tishi spielt zu parallel. Ich hab zuerst gefragt. Spielst du mehr live oder online? Mehr live. Das heißt, du bist noch nicht auf Pro-Level zurzeit. Was ist die beste Startin beim Texas Hold'em nochmal? Ich weiß alles. Wie heißen die 3 Schritte beim Karten aufdecken im Poker? Das weiß ich sogar. Beim Pokern geht es darum, seinen Gegner einzuschätzen und richtig lesen zu können. Und genau das ist die Aufgabe dieser Challenge. Ich habe meinen Maulwurf schon gefunden. Ja, hier. Backlesen am Morgen. So wie heute, sag doch mal ganz ehrlich, ich sehe immer noch genauso aus. Habe ich mich groß verändert? Sag mal ganz ehrlich, Chat. Habe ich mich groß verändert? Wirklich? Null. Ich bin ich, Jungs. Ich bin ich. Die Aufgabe ist nicht so einfach, ja? Jetzt überlegt man und rotiert natürlich. Nee, du brauchst einfach das gewisse, wenn die Finger jucken, dann ist es. Hypnose. Ja, ich frage natürlich ein paar Kandidaten ganz simple Fragen. Was ist denn ein Bett eigentlich? Habe ich gerade vergessen. Bitte? Was ist denn ein Bett? Was für ein Bett? Oder aber auch ein bisschen diffiziler. Verheiratet? Ich war mal, ja. Er war mal. Warum nicht mehr? Ich habe früher für eine Bank gearbeitet und eigentlich auch ganz, ganz gut Geld verdient. Die Bank war Lehman Brothers und ist dann gegangen. Darum hat dich deine Frau verlassen? Also der Grund war eigentlich nicht, dass gefeuert werden, sondern dass der Gehaltscheck nicht mehr kam. So. Ja. Wow. Ich finde es gar nicht so schlecht, diese Ausfragerei. Da lernt man auch viel über Menschen kennen, dass man dann nachher vielleicht im Live-Poker einfach gegen den Menschen dann verwenden kann oder gegen den Spieler an sich. Ich hatte Angst, ich sag's euch ganz ehrlich. Ey, ich wollte, wisst ihr, was das bedeutet, wenn du das erste Ticket und direkt zum Flieger und du bist safe dabei? Ganz ehrlich, Chat, habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet für einen, wenn man weiß, es geht ums ganze Leben hier? So, das war für mich echt. Alter, das war eine Zitterpartie und ihr werdet gleich sehen, es wird noch richtig krass. Ich verwenden kann. Was machst du hauptberuflich? Stuntman. Ohne Spaß. Ja. Kannst du dich mal hier abrollen, ohne dich zu verletzen? Der Stuntman! Markus! Und beim Popan. Scheiße. Hab ich verkackt, müssen wir noch mal kurz machen, ne? Und beim Poker schauen ist so krass. Keiner stoppen. Ach, so krass. Ich bin Markus, ich bin Stuntman und leidenschaftlicher Pokerspieler. Die Action gehört in meinem Leben dazu, wie manche Kaffee zum Frühstück trinken. Für mich ist es einfach die Erfüllung. Beim Pokern fucke ich nicht lange. Und ich schlag den Raab. Geil, Alter, es könnte wirklich sein, ne? Es könnte wirklich sein und ich schlag den Raab.
War der nett? Sehr nett. Ich will Pokerstar werden, weil Adrenalin mein Spiel ist. Zwei Maulwürfe wurden in die Gruppe eingeschleust. Ah, da kam gerade Werbung. Die Kandidaten müssen nun psychologisches Fingerspitzengefühl beweisen und sie entlarven. Der Gewinner der Challenge darf als erster den Privatjet nach L.A. besteigen. Du bist eher derjenige, der für mich, gar nicht gespielt hat. Dass du einfach jetzt hier engagiert wurdest, was? Weil du halt eine Show abziehst. Wie bitte? Sowas werft ihr mir vor? Leck mich! Also, das ist schon jetzt krass. Kommt der Schaden. Time out! Permaban! Wieso ich? Wieso mir? Willst du mich verarschen? Gleich Hilfe gesucht bei meinem Freund. Momo! Komm her! Guck mal, wie ich gleich Hilfe suche. Ich hab ja zwei Freunde schon. Zwei Freunde schon in der Show. Zwei Freunde am Start. Was labert die? Alter, wir kennen uns alle seit zwei Stunden. Maximal seit zwei Stunden. Beste Freunde, steh da mit Glas Sekt in der Hand. Man denkt im ersten Moment, ne? Denkt man, du siehst so einen mit einer silbernen Jacke, schön Camp David Hemd drunter. Ja klar, Camp David, weil ich ja auch nicht blöd war. Das kann ich euch auch sagen, wie es war. Ich habe vor dieser Show alle Modelabels angeschrieben, ne? Die es so gibt. Alle Modelabels, ne? Hugo Boss, Versace. Ich habe sie alle angeschrieben und nur von Camp David kam eine Antwort. Ich habe geschrieben, ey, ich brauche Kleid, ich hatte kein Geld. Alter, Ausbildungsgehalt, kein Geld, ne? Was soll ich da anziehen? Weißt du, was ich meine? Wirklich, ist kein Witz. Habe alle angeschrieben und Camp David hat geantwortet. Ich habe denen geschrieben, ich bin in einer großen Pro7 Reality-Show und bräuchte Kleidung und würde die auch tragen in jeder Show. Und die haben mir zwei Kisten voll mit ihrem Zeug geschickt. Zwei ganze Kisten voll mit Hemden, T-Shirts, Jeans, Jacken, es war alles dabei. Und das war die Zeit, als auch Dieter Bohlen fett, wisst ihr, was ich meine, mit Camp David bei DSDS war. Und das war, die haben dieses Marketingkonzept verstanden. Und ich hatte Kleider. Das war das Geile. Mir war scheißegal. Und die sahen auch gut aus. Und ich hatte einfach Kleider. Das war Bombe. Geile Idee, ne? Hab's einfach gemacht. So ein Typ bist du für so eine Reaktion. Also, ich weiß nicht. Ja, aber das ist schon jeder krass. Von uns aber kann Maulwurf sein. Nein, wenn jemand zu mir sagt, er tippt mich auf den Maulwurf, dann sage ich, ja gut. Weißt du, wir reden hier rum, nachher bist du's. Vielleicht. Habt ihr denn schon eine Vermutung? Kann jede sein. Ja, okay, ich bin's. Es könnte sein, dass ich der Maulwurf bin. Was ist dein Tipp? Was glaubst du? Ich will nicht sagen, ich will nicht jetzt mit dem Finger auf dich deuten, aber... Was, bin jetzt gerade entlarvt, oder was? Glaub mir, der Mann spielt kein Poker. Der spielt nur Poker. Nun? Du hast das Charisma eines Hollywood. Du hast einen Oscar verdient. Du hast einen Oscar verdient, ehrlich. Wenn ich dich entlarvt habe, dann hast du den Bambi verdient. Ich glaube, die Leute hier sind ein bisschen verwirrt. Ne? Alter, jetzt mal ganz ehrlich, Chat. Ist das... Denkt ihr auch wie ich in die richtige Richtung? Denkt ihr in die richtige Richtung? Wenn du keine 100.000 in der Hand hast, aber ein Flaschdraw. Was hast du denn in der Hand? Ein was? Flaschdraw. Das habt ihr mich schon wieder. Lass so. Dich nicht ärgern, das ist ein Pokerbegriff. Jump, jump, die neue deutsche Welle. Jump, jump, S-L-E-R. Benny Boy, ich komme aus Mannheim. Die Musik damals. Berlin. Ich will halt einfach nur die Menschen zum Strahlen bringen, weil das Leben ist so kurz und ich finde, das ist einfach auch mal angebracht. Damals schon, auch zusammen das erste Mal Montana the Blacks getroffen, ne? Und wir haben echt eine gute Zeit miteinander verlebt, ne? Natürlich, wir waren jung, wir waren jünger, ne? Und es war wirklich eine schöne Zeit mit Marcel, ne? So, als er die ersten Schritte auch gemacht hat und so, war echt geil. Wenn so ein kleiner Strahlemann wie ich da ist. Yeah, Benny Boy, make them noise, you go like this. Woo! Entertainer sind immer laut und Entertainer freuen sich immer. Bin auch privat, glaube ich, noch tausendmal verrückter. Der Benny hat, glaube ich, ein bisschen zu viel Adrenalin getankt. Ernst nehmen kann man ihn nicht wirklich. Ich denke auch nicht, dass seine Pokerfähigkeiten so weit gehen, dass er sich am Tisch gut beweisen kann. Ich denke schon, ich kann gut pokern. Wie verdienst du dein Geld? Aber das ist ja nicht alles. Immer, wie verdiene ich mein Geld? Ich arbeite auch zwischendurch. Ja, was arbeitest du? Ich leite eine Firma, also Engerium. Macht in Öl. Nein. Ich veranstalte Privatreise nach St. Petersburg. Wenn du mal einfach St. Petersburg mal kennenlernen möchtest, dann helfe ich dir. Wie, aber also, kann man sich eine Frau dazu mieten oder nicht? Ist das die Dienstleistung oder nicht? Nein. Das ist nicht die Dienstleistung. Nee. Leiste doch. Und bis jetzt. Ich bin Natalia. Wohne ich in Düsseldorf, ursprünglich geboren bin ich in Russland.
aus sehr schöne, wunderschöne Stadt St. Petersburg. Ich möchte gerne ein Profi-Pokerspieler werden, weil das liegt auf der Hand, weil das Spiel fasziniert mich. Es ist so wie Adrenalin für mich und natürlich, man verdient auch ganz viel Geld damit. Es gefällt mir, wenn die Männer mal mich anschauen, mir Komplimente machen und wenn am Pokertisch natürlich nervös werden, weil dadurch kann ich gewinnen. Seid ihr happy mit der Frauenausbeute in dieser Show? Ganz ehrlich, eins in den Chat, wenn ihr sagt, jawohl, da geht schon. Da komme ich lockere 8-9 Wochen hin mit. So Fragen wie, Knossi, hast du die gebankt, werde ich hier heute nicht beantworten. Wir gucken weiter. Spielst du gerne gegen Frauen? Ich habe gerne hübsche Frauen am Tisch. Gute Antwort, gute Antwort. Ja, die Mädels sind natürlich super sexy. Finde ich schön für unsere Jungs, die wir dabei haben. Ich flirte gerne, klar. Gewissen Tat. Was war da bei mir los, Blatt? Ah ja. Guck mal, was da abgeht. Spielst du gerne gegen Frauen? Was da bei mir abgeht, siehst du? Gute Antwort, gute Antwort. Ja, die Mädels sind natürlich super sexy. Finde ich schön für unsere Jungs, die wir dabei haben. Ich flirte gerne, klar. Gewissen Touch von Erotik am Tisch. Wer möchte das nicht sehen? Ja, ich bin glücklich, wer heiratet. Gute Frage an dich. Ja? Welche Chip-Tricks kannst du? Auf jeden Fall versuche ich, die Männer um den Finger zu wickeln. Ich kann viele Tricks mit meinen Fingern. Fingerchip-Tricks. Ich bin nämlich ein fingerfertiger Junge. Sowas werde ich geantwortet haben in etwa. Also, wenn man das jetzt nicht sagt, sage ich, ich habe viele Techniken drauf, aber das müssen wir ja nicht hier besprechen. Ich versuche natürlich ein gewisses Bild von mir zu vermitteln, das ich später am Pokertisch dann ausnutzen möchte. Und das ist meine Masche und ich hoffe, sie funktioniert. Alex, ich fände es schade um dich, weil dich hätte ich gern bei mir eben am Tisch. Ach so, mich jetzt gerne am Tisch? So. Ja. Heads up, du gegen mich. Hätte ich nicht gerne am Tisch. Ich bin ja nicht wegen der Frauen, sondern ich bin ja, um das Ding zu rocken. Ich spiele Poker und am Tisch sind sie Feinde wie jeder andere. Es können sie gut aussehen, wie sie wollen, Möpse hoch, mir wurscht. Mir nicht! Mir ganz sicher nicht! Lieber Alex! Ich wollte eigentlich mit dir flirten, aber du reagierst nicht. Na, ich suche eindeutig den Maulwurf. Sicher? Also wenn ich der Maulwurf wäre, würdest du mit mir flirten? Wenn ich rauskriegen würde, dass du der Maulwurf sein könntest, dann würde ich... Ruhe! Mit dir flirten? Bitte lass mich dein Maulwurf sein. Bist du Maulwurf? Jetzt ja. Weißt du, jetzt mit dem Wunsch der Farbe. Habt ihr schon eine Idee, wer ist Maulwurf? Dass du den Rest der Show dabei bist. Oh, danke. Und du darfst nicht der Maulwurf sein. Ich glaube, es ist keine Taktik, sondern es ist Lebensfreude. Tja, liebe Kandidatin, ihr hattet jetzt also eine Stunde Zeit, die beiden Maulwürfe zu entlarven. Die Aufgabe bestand ja darin, zum einen den Profi-Pokerspieler zu entlarven. Und zum anderen den Spieler zu entlarven oder die Spielerin, die noch nie zuvor Poker gespielt hat. Maria, du hast eine Stunde Zeit gehabt, ja, mit allen zu unterhalten. Mhm. Frage Nummer eins, wer glaubst du denn lebt vom Pokern? Der Profi für mich ist für mich die Astrid. Sie ist eine Hausfrau, sie hat viel Zeit zum Online-Pokern. Stimmt. Und sie war immer sehr entspannt. Astrid. Ganz klar Astrid. Hab ich auch gedacht. Die Astrid. Ich habe auch Astrid getippt. Sie wirkt einfach von Anfang an so lässig. Eine starke Persönlichkeit. Eine Frau, die Kinder hat, Hausfrau, nebenbei pokert, erfolgreich pokert. Was will man mehr? Also ich fand's charmant, fand ich gut. Also ist runtergegangen wie Öl. Wäre ich dein Mann sofort? Ich war... Obwohl. Doch, jetzt sehe ich's aus. Jetzt sehe ich's auch, wie sie schon 3,5 Millionen in Las Vegas gewonnen hat. Na klar! Wie kann man so blind sein? 36 Millionen Dollar in Las Vegas hat die schon geholt, na klar. Die zockt die Touris ab, so professionell ist die. Jetzt sehe ich's! Folge 7, da ziemlich alle für den Profi gehalten haben. Danke. Ja, und da gibt's eine zweite Person, die wir eingeschleust haben. Glückwunsch! Die gar keine Ahnung vom Pokern hat. Jens, unser Man in Silver. Wenn der Mann wirklich so gut gespielt hat, dann wünsche ich ihm viel Erfolg auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung, was sie ist. Hast du eine Schauspielausbildung? Warst du beim Theater? Also wenn er nicht aussehen würde wie Costa Cordalis, wäre er George Clooney. Ich bin letztendlich darauf gekommen, dass Vasilios der Anfänger ist. Die haben schlechte Menschenkenntnisse
und schlechte Psychologen. Das sind keine guten Pokerspieler für mich. In meiner Meinung nach nicht ganz so gut spielende ist die Anna-Maria. Sie toll. Geht das? Ich habe natürlich begründet, so dass auf einmal vielleicht auch die Jury sagt, okay, wenn das nicht ist, den nehmen wir. Der soll's sein. Der ist das, der. Komm, ist scheißegal, der ist das. Mann, der sieht doch aus wie Costa Cordalis. Wie soll der Pokerprofi sein? Das ist einer, der mit der Gitarre in der Fußgängerzone singt. Ist doch ganz klar, oder nicht, Chat? Wer ist auf meiner Seite? Kinders, das muss er sein, komm! Das muss er sein! Wer, ist das oder ist das nicht, Chat? Komm! Der ist doch kein Profi. Das ist Dings. Berlin Tag und Nacht, das gab's damals noch nicht. Düsseldorf, Mond und Sonne, sowas ist das. Ruhig. Voll aus, ist super. Hat aber nichts mit Poker zu tun. Entweder sehr gut gelogen oder absolut keine Ahnung gehabt. Die Anna-Maria. Ich habe mich dann doch durchgerungen, auch die Anna-Maria zu nehmen. Ja, ich finde sie total attraktiv irgendwie. Also Blöffen ist eine total spannende Geschichte. Spannend, ne, Chat? Ja, und last but not least, Benny Boy, unser Showman. Benny, du musst uns drei nur noch verraten, was du denn denkst. Irgendein, also. Irgendeiner sollte dir schon was dabei überlegen. Ja gut, dann ist das Faultier, das Poker-Faultier ist. Der hätte gar keine Ahnung von nix. Oh mein Gott. Ich hab gemerkt, der braucht Hilfe von mir. Sein großer Bruder. Mal. Hm. Der konnte da gar nichts. Ich habe seine Rauchsoftware nicht gemacht. Was hast du während der letzten Stunde gemacht eigentlich? Ne? Ich habe mich nicht unterhalten über Poker. Benny ist der Jüngste. Und ich glaube, er muss erst mal verstehen, dass das Ganze hier kein Spielplatz ist. Ja, er ist halt mein Pokerfond hier einfach so frei gesagt. Dann wie heißt du noch? Maria? Dann nehme ich die! Ja. Maria habe ich halt deswegen gezippt, weil mir halt gerade keine andere eingefallen ist. Wir haben ja eine Challenge an alle gestellt, auch an dich. Und wenn wir hier eine Challenge an die Kandidaten ausgeben, dann erwarten wir auch, dass sie die erfüllen. Und die Challenge war definitiv, die Maulwürfe herauszufinden und zu begründen, warum. Ärger. Und das ist für uns Jury dann nicht akzeptabel, dass du unsere Aufgabe nicht respektierst und dann hier versuchst, eine Show abzuziehen. Und mit diesem respektlosen Verhalten uns gegenüber, dass du die Challenge nicht ausführst, hast du auch keine Chance, Pokerprofi zu werden, weil ab und zu ist Poker ein sehr devotes Spiel. Es gibt Entscheidungen, Turnierdirektoren, nein, die Entscheidungen treffen, die du akzeptieren musst. Tust du das nicht, wirst du hier nicht weiterkommen. Ich fand das gerechtfertigt, dass der Thomas ihm gesagt hat, dass das hier kein Spiel ist. Warum? Komm ich, was sag ich denn? Muss die Sache einfach ein bisschen ernster nehmen. Aber er wird das schon merken, glaube ich, im Laufe der Zeit. Muss er mal auf den großen Onkel hören, ne? Der soll sich mir anschließen, Chat. Wer bei mir läuft, ihr wisst doch, da bist du gut beraten oder nicht, Chat. Der wird das merken, der ist, ich gucke nach dem. Du Schlawiner, wie auch immer, ich schwör's dir, du machst das jetzt mal hier vernünftig, jetzt mal ohne Witz, sonst geht's nämlich richtig auf dem Allerwertesten. Aber ich muss leider sagen, du bist der Einzige aus der ganzen Runde, der jemanden erkannt hat. Das heißt, du wirst der Einzige sein, beziehungsweise der Erste, der jetzt nach Los Angeles fliegt, Leute! Junge! Keine Ahnung von nix! Das kann nicht sein! Ich freue mich einfach nur tierisch, dass ich jetzt nach L.A. fliege. Was mit, wie guck ich denn da hinten? Sag mal, wie guckst du denn da hinten? Sag mal! Gönn doch! Gönn doch! Gönn! Junge! Guck mal meinen Blick an, Alter! Junge! Bist jetzt, das kann nicht sein! Ich denke nur, das kann nicht sein! Guck mal meinen Blick an! Blärt, Junge! Ich glaube, mein Blick geht dran vorbei auf Sophia Tomalas Becken. Geil, Alter! Geil! Also für uns war es eine schwere Entscheidung. Das lag vor allen Dingen daran, dass Benny ja seine Aufgabe gar nicht zu 100% erfüllt hat. Wir waren so ein bisschen enttäuscht, dass er das sehr, sehr lax genommen hat, diese Challenge. Junge. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch fair bleiben. Er war der Einzige, der tatsächlich einen Maulwurf zu krass, ne? entdeckt hat. Benny hat Maria erkannt. Maria ist eigentlich Claudia und sie kann nix. Ich glaube, ich soll Poker noch. Sie kann nix. Maria ist eigentlich Claudia und sie kann nix. Die haben wir hier hingestellt, die kann gar nichts. Null. Die ist Zierde, die ist Deko, die ist zu blöd, die kann nix. Ich hätte mich an die Frau gar nicht erinnert. Ich sage euch ganz ehrlich, nach 10 Jahren, da, am Anfang in Wien, ich mich überhaupt nicht mehr erinnert, ne, an die. Die kann nix, die Frau.
Maria ist eigentlich Claudia und sie kann nichts. Ich glaube, ich soll Pokémon fangen, weil über einen Zug ein Vieh geblufft hat. Keiner hat mir erkannt. Also da ist eine Karriere drinnen, glaube ich. Dann enthülle ich ganz kurz noch, wer mein Kollege, der Pokerprofi ist. Die Rede ist von meinem lieben Kollegen Markus Feuerle. Komm kurz nach vorne. Nicht dein Ernst, ich konnte es nicht glauben, wie du mich angelogen hast, ich schwör's dir. Und heutzutage kommen solche Sprachnachrichten, ich zeig's euch, wie es ist, ne? Von Markus Feuerle, gestern gekommen, von Markus Feuerle. Ich schwör's euch, gestern gekommen, hier. Jens, mein Freund, ich geb nicht auf. Gestern hat mich der Kleine meiner Schwester wieder genervt, ich soll dich mal fragen. Jens, wenn hättest Zeit, gehen wir doch mal Mittagessen. Ich komme dahin, wo du bist, am besten irgendwo in Baden-Baden. Lass uns einfach Mittagessen. Jetzt kommt solche Nachrichten. Warum soll ich? Gib mir doch einen Tipp, Mann. Du hast mich hängen lassen in der Show. Nach 10 Jahren soll ich jetzt mit dir essen gehen, oder was? Nie hätte ich das gedacht, dass Markus der Maulwurf ist. Yeah. Entscheidungsmoment in Schloss Hof. Am Pokertisch geht es jetzt um alles jetzt oder nichts. Ey, und ich sag euch, ich weiß noch genau. Du kommst in dieses Schloss rein in Wien, ne? Und siehst, wie das umgebaut ist, ne? Du siehst diese ganzen Scheinwerfer. Du siehst diese technischen Pokertische, die eine extra Regie hat, wo die Karten übertragen werden. Und du weißt, Benny ist der, der auf jeden Fall nach L11 fliegt. Und du weißt, nur noch 9 weitere kommen mit von 20. 10 sind raus, also beziehungsweise sind Maulwürfe, also 18. 8 fliegen heute noch raus. Könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das ist? Und du weißt, du spielst jetzt um alles. Und keiner hat uns im Vorfeld gesagt, die haben nur gewusst, wir spielen Poker. Es hieß einfach nur, ihr spielt jetzt Poker, die Blinds erhöhen sich, ihr spielt ein Turnier. Mehr wurde nicht gesagt. Und du hast natürlich das Gefühl, ne, Chat, du hast das Gefühl, dass wenn du die ersten 8 scheiden aus. Weißt du, was ich meine? Die ersten 8 scheiden aus einfach. Die fliegen nicht mit. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, was heute noch passiert. Weißt du, wie ich... Kinders, wir gucken. Wir werden jetzt mit den verbliebenen 17 Teilnehmern ins Turnier starten. Dann müssen sie uns von ihren Pokerkönnen überzeugen. Leider haben wir dann aber nur noch 9 Plätze frei im Privatjet. Ich bin gespannt, wie wir mitnehmen können. Ich habe mir in die Hose geschissen. Am Pokertisch wird nicht um Geld gespielt. Bei diesem Pokerspiel geht es nicht darum, wer gewinnt oder wer zuerst rausfliegt, sondern wir wollen heute einfach nur Wussten mal sehen, aber nicht. Wer kann spielen und wer kann es nicht. Die Blinds sind 25,50. Wir erkennen einen sehr guten Pokerspieler sofort. Das heißt, nach wenigen Händen wissen wir schon, ob er bereit ist, Risiken einzugehen, ob er gut bluffen kann, ob er auch seine guten Karten noch den maximalen Gewinn herausholen kann und ob er auch die Gegner richtig lesen kann. Über Monitore werden die Pokertische live von der Jury beobachtet und die Spielweise der Kandidaten ausgewertet. Komm! Bring Asse! Das erste Spiel beginnt. Grieche Vasilios gegen Stuntman Markus. Was Markus macht sich gar nicht so schlecht manchmal. So von vornherein so als erster anzuspielen. Löffen. Mal zu setzen und schauen, was die anderen haben. Lügner. Die berühmte Frage zu stellen, was hat denn dein Gegner? Vasilios trifft im Flop 2 Könige. Mal sehen, was Vasilios antwortet. Spieler 2, Call. Er bezahlt hier nur. Ist gut. Das ist mal auf jeden Fall, zeigt mal nicht, dass er den dritten König hat. Den will er ein bisschen verstecken. Und dann sollte er natürlich noch ein paar Chips von Markus einsammeln. Er sollte auch versuchen, Chitons vom Gegner zu gewinnen. Nicht immer nur hinten nach zu bezahlen. Bei uns heißt das Chips. Habt ihr es, versteht ihr Poker? Wer es nicht versteht, lernen. Und dann weiterschauen. Chips? Nicht Chitons. Chitons. Ja, wir sind halt die Bilder da. Chitons. Chitons. Oh, kann niemand den Österreicher ausschalten? Oh, Flaschtroll nicht gekommen. Kommt nicht. Markus hat die letzten beiden Gemeinschaftskarten nicht getroffen. Und muss sich jetzt überlegen, ob er den Pot aufgibt. Oder ob er Vasilios All-In setzt und ihn rausblüfft. Oh mein Gott. Spieler 7, Bet 500. Aber Markus raced viel zu wenig und trifft zusätzlich auf eine starke Hand von Vasilios, der ihn jetzt gnadenlos ausnehmen kann. Spieler 2, Race 1500. Also gut gemacht, Vasilios. Macht den Race. Auch nicht zu viel, das ist auch gut in dem Fall. Weil er die Hoffnung noch hat, dass er vielleicht noch 1000 mehr kriegt von Markus.
Wie viel hast du Markus gemacht? Der Markus muss wegschmeißen, eindeutig. Doch Markus scheidet anders. Warum war's Call? So blöd kann keiner sein! Hat der einen Treffer gehabt? Das war schlecht. Das kann man nicht mehr bezahlen. Er muss dem Gegner eine Karte geben und er hatte wirklich mit dem zwei babbenden Kleinen eine gar keine Chance. Gleich komme ich. Wieso glaubt er, dass er da noch gut ist mit dem? Wieso callt er mit 8 Hochknüppel? Ja, wie blöd muss. Er hat auf Flaschkopf, da kommt ja keine Karte mehr. Er callt am Ende die Erhöhung von Vasilios. Er callt die Erhöhung und glaubt, er ist noch gut. Er hat die 4 getroffen. Okay, Bluffcatcher, er hat die 4 getroffen. Jetzt komm gleich ich, bleib Ruhe. Die 4. Ja, das müssen wir nachher fragen, ne? Ich bin gespannt auf seine Antwort. Okay. Er wird keine finden, wahrscheinlich. Wenn ein Spieler auf 3 Könige aufläuft, Scheiße, und das noch dazu gegen einen starken Spieler Vasilios, dann hätte Markus sich einfach von seiner Hand trennen müssen. Schlecht. Und aussteigen. Schlecht. Jeder muss glauben an sich selbst. Ich glaube an meine Stärke. Beim Pokern kann jeder hinfallen, auch ein Pokerprofi. Es geht darum, wieder aufzustehen und wieder neu anzugreifen. Schneller als gedacht kommt es für Markus im Spiel gegen Carlos zur zweiten Chance. Carlos, Mexiko! Markus hat die wenigsten Chips am Tisch. Er steht unter Druck. Dame 3! Wenn er mitgeht, muss er volles Risiko gehen. Dame 3! Spieler 7, Race of 1025. Na wow, guck mal, der raced hier. Spieler 8, Call. Oha! Bam! Nun Flop treffe ich Set Damen. Erste Position spiele ich slow, er spielt auch slow. Spieler 7, check. Oh, Junge! Vierling. Jetzt hat er schön abgesahnt. Dann kommt die vierte Dame für mich. Okay, aus der Hand kann ich nicht viel rausholen, wenn ich ihm nicht die Chance gebe, sein Spiel zu spielen. Spieler 8, Bett 500. Sehr schön aufgebaut, die Falle von Markus. Holt der Markus einmal das Maximum heraus eigentlich aus seinem Gegner. Markus geht jetzt auf jeden Fall die Pumpe. All in! All in! Spieler 7, Race of 1000. Das heißt, er ist nicht satt, er will natürlich noch mehr Chips von Carlos. Monster! Spieler 8, Race of 2000. All in, call! Aufstehen! Spieler 7, All-In für 2150. Ne, jetzt hat der Markus alle seine Jetons hineingeschoben. Aber ich glaube, jetzt hat er keinen Nervenflattern mehr, weil er weiß, dass er nicht mehr verlieren kann. Also. Ich glaube, der ist rot angelaufen. Ich glaube, der kriegt keine Luft mehr. Ich bin fest davon überzeugt, dass sein Herz gleich stehen bleibt. Und Showdown bitte, Karten auf. Boom! Boom! Geht um 100.000. Tomala versteht, glaube ich, nur Bahnhof, Coronavirus, ich glaube es auch. Tomala hatte gar keine Ahnung, ist in der Jury natürlich, um andere Talente der Kandidaten auch zu checken. Wie sieht's unten rum aus? Wie ist einer drauf? Wie ist er fingerfertig? Dafür ist die Tomala da. Das bringt dir schon ein Stückchen weiter. Super, wirklich. Also eigentlich so fehlerlos. Markus sich wieder gerettet. Habe ich mal meine Emotionen noch mal freien Lauf lassen. Alter, ich habe so gehofft auf gute Karten, ne? Ich habe so gehofft. Ich habe Ihnen den nicht geglaubt. Nee. Carlos am Ende. Leben vorbei. Die Vierling Damen, die waren für mich der Genickbruch. Ja, also war für mich sehr schlimm. Mein Tisch. Geil, ne? Wir hatten diese Woche natürlich ein ganz schnelles Turnier. Das heißt natürlich, man darf sich auch nicht ausruhen und auf die guten Karten warten. Man muss schon früh sehr aktiv werden. Die Blinds sind wahnsinnig schnell gestiegen. Man musste wirklich die Karten suchen. Raus, Lisa. Aber so ist Poker nun mal. Und ciao. Ich riskiere lieber alles mit meiner Entscheidung, als dass ich jemand anders die Entscheidung überlasse. Wenn
wenn da drei Damen liegen und man selbst keine hat, warum callt man dann? Ja, aber ich meine, drei Damen, du hast, der hat der Ace High, ne? Drei Damen, Ace High. Ich kann es dir jetzt auch nicht sagen, was er sich dabei gedacht hat. Kinder, es war eine Extremsituation. Es waren schnelle Blinds, man musste schnell Entscheidungen treffen. Ich glaube, dann kann ich mich alleine lassen. Tschüss, raus! Ich habe mich noch gar nicht geärgert. Happy, dass man nicht als Erster geht. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Nächster. Ciao. Pokern ist für mich definitiv kein Glücksspiel. Für uns ist nicht wichtig, wer das Turnier gewinnt. Also für uns ist auch nicht wichtig, wer am meisten Glück gehabt hat, theoretisch am Tag. Wir sehen in jeder Hand, mit jeder Karte, die ein Spieler spielt, ob er gut oder schlecht spielt, ich war hochkonzentriert, ob er vollkommen kann. Uns reichen eigentlich von jedem Spieler oft 5, 6 Hände. Auch wenn er die verliert, kann er gut gespielt haben. Deutschland sucht den Pokerstar. Also ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Die Besten fliegen manchmal am Anfang raus. Es ist einfach. Diese Arroganz, ich mag das gar nicht, wenn Leute in Shows, sagt ehrlich, Chat, wenn Leute in Shows, egal ob es eine Gameshow ist, so von sich so, ja, manchmal hier und da, ich mag das gar nicht, ne? Ich bin immer für die, weißt du, die einfach sich nicht so stark schätzen, so, weißt du, die vorsichtig rangehen in solche Games und so, die aufgeregt sind, die Angst haben, für die es um viel geht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ne? Nicht nur manchmal. Jedes Spiel ist jetzt ein Deathmatch. Wer auf die falschen Karten setzt. Bruder, hast meine Uhr gesehen? Guck meine Uhr. Jedes meine Uhr. Spiel ist jetzt ein Deathmatch. Bam, Junge. Dumm und geil. Bam, Junge. Deutsch und Gabbana. Dumm und geil. Junge, das war der Style. Das war der Style. Camp David hat mir Hemd geschickt. Dumm und geil, Uhr. Puh, Junge, Baller. So bin ich aufgetreten. Brille, Pokerbrille am Start. Silberne Jacke hinterm Stuhl gelegt, meine Glücksjacke. Alles am Start. Wer auf die falschen Karten setzt, fliegt raus. 9, All-in, 1600. Komm, Junge, kannst du es. So, jetzt guck ich mal rein, drei, was da voll passiert. Komm, Junge. Jens wird jetzt natürlich seine Entscheidung suchen wollen und Boiler wird hier alle Chips in die Mitte schieben. Sollte, weil bei 9 ist schon wirklich starke Hand. Komm, Junge! Re-Race All-In. 5. Ah, ja. Re-Race All-In. 8 Volt. Alle stehen auf, Daniel. Wahrscheinlich auch, oder? Alle stehen auf. Und dann wird hier mal richtig aufgeräumt. Alle stehen auf. 1 Volt. Ist okay. Showdown. Showdown Karten auf, bitte. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich gegen eine, weiß ich, wollte gegen sie. Ich dachte nicht, dass du noch callst. Der Jens ist ja so ein extremer und wirklich lauter Typ und ist auch wirklich sehr, sehr cool. Wo bin ich laut? Was labert die Blatt? Ruhe. Aber am Pokertisch ist er ganz und gar nicht cool. Ich dachte nicht, dass du noch callst. So, warum callst du? Wenn es wirklich darauf ankommt, wenn er wirklich mal Coolness beweisen muss, dann kriegt er direkt rote Flecken und so Augen und alles kommt raus. Jens steht mit Johanna und Holger im Showdown. Seine Nerven liegen blank. Dann der Flop. Holt! Holt! Cool aus, Mann. Komm her, Jens. Schon passiert. Was ist passiert? Johanna und Holger müssen sich alle verabschieden. Also du musst dich dann an den Jens ranhalten, der hat alle Chips. Bam! Komm her. Komm her, ein kleiner Lecker. Komm, weiter. Oh mein Gott, das habe ich gesagt. 6. Ja! Jetzt bin ich auch in the game hier. Wir haben das Spiel auf jeden Fall. Eigentlich, ohne Scheiß, sag mal ganz ehrlich, aus der Perspektive jetzt, eigentlich müsste man doch da weiterkommen oder ein Ticket kriegen. Sag ganz ehrlich, aus der Perspektive jetzt. Es wird noch echt dramatisch, ey. Es wird echt dramatisch. Ich, ohne Scheiß, eigentlich müsste man doch weiterkommen, ne?
Weil nach 4 Stunden abgebrochen. Einfach nicht aus dem Grund, weil wir keine Lust mehr hatten oder weil wir jetzt gesehen haben, och, da ist eh nichts mehr zu holen. Am Tisch. Nein, 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 wir haben ja 4 Stunden wirklich intensiv mitgeschaut. Diese kurzen Einblicke haben uns allerdings gereicht, um die Spreu vom Weizen zu trennen, um rauszufiltern, wer hat wirklich verstanden, worum es beim Pokern geht und um rauszufinden, wer hat hier wirklich nichts zu suchen, und die werden wir auch nach Hause schicken. Glückwunsch! Staubsauger! Thank you! Ich bin selber überrascht. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber ich habe trotzdem Hunger. Ich hätte gern gewusst, wie es unter den letzten 5 ausgegangen wäre, mit Griechenland und so hier. Hätte ich gern gewusst, wäre bestimmt spannend gewesen mit Costa Cordalis noch ein bisschen da. Vielleicht wäre ich ins Heads-Up gekommen. Das hätte mir Spaß gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall überglücklich, dass ich so weit gekommen bin. Und ich bin beruhigt und jetzt warten wir mal, was die Jury sagt, was die Sandra sagt und was jetzt abgeht. Jetzt geht es zum Flughafen nach Wien und dort wird sich entscheiden, wer neben Benny noch in unserem Privatjet Platz nehmen wird. 9 Plätze sind noch frei. Und da weißt du natürlich auch, dass bestimmt, weißt du, es werden sich jetzt Leute trennen, ey. Wie viel müssen noch raus? 7, Benny, oder wie viel müssen noch raus? 7 oder 8 Leute fliegen jetzt einfach raus. Weißt du, so, du denkst dir einfach, es ist einfach krass. Weil man hat den ganzen Tag jetzt so miteinander verbracht, ne? Und irgendwann abends, es war ja dunkel, es war Winter, es wurde früh dunkel, irgendwann abends sind wir dann da an den Flughafen nach Wien gefahren einfach, ne? Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Diese epische Musik! Wow. Hi. Benny schon dabei. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zur großen Entscheidung. Der Benny, der hat ja schon die erste Challenge gewonnen. Das heißt, er fliegt ganz, ganz sicher nach Los Angeles. Jetzt wird sich entscheiden, wer die weiteren 9 von euch sind, die ihn begleiten werden. Von daher bitte ich dich schon mal, geh doch schon mal in den Flieger rein. Alter, ich vermisse diese Zeit. Ich vermisse das, da zu stehen, ey. Weil, ey, das waren diese Gefühle. Ich jag nur noch Gefühlen hinterher. Ich meine, ich habe danach sehr viele krasse Gefühle in meinem Leben durchlebt. Aber keins war wie das. Keines dieser Gefühle war wie das. Ich habe so viele Gefühle in den letzten Jahren danach noch gehabt. Verschiedene Sachen. Emotionen gefühlt, die ich vorher nicht kannte. Aber das, wie an diesem Tag, wie in dieser Show generell, hatte ich nie wieder. Und dann würde ich sagen, faseln wir gar nicht so lange rum, sondern beginnen auch relativ schnell. Vasilios, beste mit dir Zeit beginnen? Meines Lebens war das, wirklich. Gleich Fragerunde, okay? Gleich Fragerunde. Du warst Jeepleader, zu dem Zeitpunkt abgebrochen haben. Du bist ein Typ, hast Charakter und hast am Schluss eigentlich im Endeffekt auch als Bester abgeschlossen. Und ich gratuliere dir, du bist die Erste, die wir uns noch für den Interesse kriegen. War klar, oder Chat? War klar, ne? Nicht mal die Geburt deines Sohns. Ich rede von Show. Flo, Junge, Alter, diese, allein sowas reinzuschreiben, Flo, ist schon eine Schande. Ich rede hier von Shows, von Entertainment-Branche, von was ich, wo ich vor Kameras unterwegs war. Ist doch nicht von privaten Erlebnissen. Ja! Ja! War klar, ne? War klar, ne? Carlos, da du unser sympathischer, lieber Junge bist, bist du auf jeden Fall mit bei noch in Los Angeles. Ey, warte mal! Anne-Maria, du bist für mich so ein bisschen die Lady Gaga. Finde ich, die gehört aber eher auf die Bühne als an den Pokertisch. Ich möchte gerne, dass du uns zeigst, was hinter der Maskerade steckt. Ich will, dass ihr bei jedem Kandidat, der vorkommt. Warum bin ich noch nicht dran? Wisst ihr, was Schlimmste ist, da zu stehen und nicht dran zu kommen, ne? Denkst du, du kannst das? Dann steig ein, los. Nataya! Immer noch nicht ich. Ja. Du bist natürlich jemand, der legt eine große Show hin, aber hast es leider am Pokertisch nicht ganz so schaffen können. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, liebe Natalia, aber wir müssen uns leider gegen dich entscheiden. Tut mir sehr, sehr leid. Applaus in der Chatbox kommt für Natalia Blatt. Applaus. Als nächstes entscheidet sich's für Marc.
Zuckerble. Wir haben uns leider gegen dich entscheiden müssen. Ne? Ey, da war ich traurig. Alter, ich war so traurig. Ey, ich war bei Marc so traurig, ne, weil ey, ich hab mich mit ihm so, weißt du, wir haben den ganzen Tag, vergesse ich nie, ich hab ihn nie wieder, ich muss ehrlich sagen, ich hab ihn seit dem Tag nie wieder gesehen, ne. Und ich hab mich mit dem echt so toll verstanden, wir waren, war wie auf Anhieb Freunde, ne, und wir haben irgendwie nie wieder Kontakt gehabt. Ich hab keine Ahnung warum. Vor 10 Jahren war es auch irgendwie so, man hatte einen Facebook-Account, aber das war alles nicht so, das war alles einem nicht, man hat nicht geschrieben, ich weiß gar nicht, was ich für ein Handy hatte, weiß ich gar nicht mehr. Der war wie ich einfach. Wir haben uns einfach sehr gut verstanden, war ich sehr traurig, weiß ich noch. To make it feel my love. Und ich immer noch da hinten. Und mein türkischer Freund auch nicht dabei, war sehr sauer. War sehr sauer. Yarak Show, Alter, weiß ich noch. War sehr sauer. Guck seinen Blick an. Yarak, Alter, Finale, bleibt. Wirklich am Mamakoi im Finale hier, bleibt. Wirklich, Yarak alles. Der hat mir auch so, den habe ich so gemocht auch. Den habe ich so geliebt. Wirklich, hab ich auch nie wieder gesehen. An der Stelle, wenn ihr, Jungs, wenn ihr das hier mitkriegt, wenn die jemand kennt, kennt die irgendjemand vielleicht auch, die beiden? Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Ich weiß ihn nicht mehr. Haben die wahrscheinlich gesagt, ich weiß ihn 10 Jahre. Wir haben nie wieder gesprochen danach. Ne? Der ist an dem Tag heim. Yarak-Finale. Guck mal, und ich da hinten immer noch nicht. Den größten Mann. Hallo, Thomas. Thomas, ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich habe dein Profil gelesen und ich dachte mir, ist ja der Wahnsinn. Wenn der anwendet, was er im Job gelernt hat, dann ist das unser Kandidat. Dann boxt er alle anderen weg. Das habe ich nicht gesehen. Pokerturnier habe ich was anderes geplant. Aber ich möchte es das nächste Mal sehen. Unbedingt. Ist das okay? Immer noch nicht ich dran! Immer noch nicht! Nein. Nicht küssen. Ja. Später. Rein in den Flieger. Immer noch nicht! Und ich sag euch, dieses Gefühl, einen nach dem anderen da reingehen zu sehen, einen nach dem anderen hören, die Jury sagen zu hören, du bist nicht dabei und du stehst immer noch da und denkst dir, Alter, und ich bin innerlich gestorben und ich weiß noch, es waren Minusgrade an diesem Flughafen, in diesem Hangar da in Wien. Es waren einfach Minusgrade und du stehst da und denkst dir nur, Alter, wenn ich jetzt wieder heimfahre, das ist mein Leben hier jetzt schon. Wisst ihr, was ich meine? Astrid fliegt mit nach L.A. Genauso wie Stuntman Markus, Studentin Natalie. Und Model Johanna. Ja, wir haben jetzt nur noch ein Ticket nach Los Angeles. Jens und Alex, kommt bitte vor. Oh, war ja, ne? Das ist natürlich auch eine echt schwierige Entscheidung gewesen. Ich fange mit dir einfach mal an, Jens. Jens, du hast auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht gespielt. Du hast in einem Spiel Holger und Johanna zusammen rausgekickt. Trotzdem bist du menschlich, bist du schwierig. Das ist, du bist nervlich nicht belastbar. Und somit haben wir natürlich auch die Befürchtung, dass wenn wir nach Los Angeles fliegen und der Druck natürlich immens hoch wird, und da wird es werden, das kann ich dir versichern, der Druck wird immens hoch, können wir nicht wirklich sagen, hält er das durch? Hält er da Stand oder flippt er uns da aus? Ich schwöre es euch, was menschlich nicht belastbar? Was labert die? Warum bin ich nicht belastbar? Wenn ich nicht belastbar bin, Chef, bin ich belastbar. Und das Krasse ist wirklich, ich stand da und man sieht, wie ich Tränen in den Augen habe, ne? Ich hatte so eine Angst, ich hatte so eine krasse Angst. Für mich ging das wirklich, es gibt keine Alternative. Und das können wir am allerwenigsten gebrauchen. Alex, unser Showmaster. Was? Siehst gut aus, hast Style. Was? Weißt, was du willst. Aber ob du das auch am Pokertisch hast? Wie kann man sagen? Überleg doch mal, du stehst da, die sagt, du bist nicht belastbar. Die sagt zum anderen, du bist wunderschön. Du bist so schön, du bist ein Entertainer. Du stehst da. Die sagt sowas! Ruhe! Darüber sind wir uns nämlich im Klaren. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von euch beiden? Ich bin raus. Raus. Auweia. Und derjenige, der das Ticket nach Los Angeles bekommt. Ey, Jens, wenn du mir auf den Sack gehst da drüben, ohne Scheiße. Weggeschubst! Nicht zusammen. Komm her!
my brother! Ja! Ich bin in der Show. Ich kann's nicht glauben. Als letzter stehe ich vorne. Dachte, ist vorbei. Alex, super hübsch, sieht super gut aus, kann gut reden, Bartwuchs, alles. Ich wusste nicht, was jetzt ist. Ich bin in der Show. Auf jeden Fall bin ich dabei. Ich bin nur in den letzten 10, das ist die Chance meines Lebens. Ich sitze hier im Privatjet, echtes Leder. Ich habe sowas echt noch nicht erlebt und Los Angeles, I'm coming. Woo! Geil! Unglaublich war das! Los Angeles, Kalifornien. Hier werden Träume Wirklichkeit. Ich bin dabei! Ich wollte immer nach Amerika. Es ist mein großer Traum. In L.A. war ich noch nicht. Das wäre was total Neues, was Aufregendes. Ich war noch nie in Los Angeles. Ich bin einmal auf dem Weg nach Hawaii umgestiegen hier. Zu krass, Los Angeles. Ich war noch nie da. Geil. Einer der 10 Kandidaten. Sind wir jetzt in Episode 2, ne, Freunde? Dann mache ich kurz eine Unterbrechung und kurz ein paar Fragen. Habt ihr Fragen zur ersten Folge? Ihr seht, wie nervenaufreibend das war. Es war ultra krank. Eins an der Folge ist nicht real. Wir sind nicht mit diesem Privatjet geflogen, ne? Wir sind nicht mit dem Privatjet geflogen, das weiß ich noch. Wir sind ganz normal, Linienflug, Economy Class. Mit dem Privatjet wäre es, glaube ich, gar nicht möglich, ohne Zwischenlandung, ohne Tank. Wir sind nicht mit dem Privatjet geflogen. All die denken, wir sind mit dem geflogen. Nein, wir wussten, raus, Flieger. Ja, Alter, wirklich. Und auch nicht an dem Tag. Wir sind auch nicht an dem Tag geflogen, ich weiß gar nicht. 2, 3 Tage später, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. An dem Abend auf jeden Fall nicht. War es ein Tag oder 2 Tage dazwischen, das kann ich dir nicht mehr sagen, ne? Das weiß ich nicht mehr. Mit dem Privatjet sind wir nicht geflogen. Aber die haben uns im Glauben gelassen bis zum Ende. Ich habe gedacht, wir gehen da rein und wir fliegen mit, ne? Und dann auf einmal, erste Folge abgedreht, kommt einer rein von ProSieben und sagt, ihr fliegt jetzt nicht mit dem Privatjet, ihr fliegt Linienflug. Economy. Ich schwör's dir, war echt so, ne? Ich habe mich so gefreut, aber ich war mal in dem Privatjet von innen, ne? War mir aber auch scheißegal. Ich wollte in dieser Show sein, war mir egal. Wir fliegen nach L.A., völlig egal. So, was habt ihr für Fragen, Chat? Was habt ihr an dem Abend noch gemacht? Alter, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich sehr traurig war, dass ich meinen türkischen Freund und den Thailänder, dass sie nicht dabei waren. Das hat mir sehr wehgetan. Und es gibt hier auch, ihr seht, Natalia ist mit in L.A., weil ein anderer Kandidat nicht kommen konnte. So, was habt ihr noch für Fragen? Habt ihr viel gesoffen? Ja, sehr viel. Wird man aber auch noch, glaube ich, bald merken. Ne? Ich habe sehr viel. Wir haben Spaß gehabt. Wie gesagt, krasseste Zeit meines Lebens war das. Das krasseste Event, Entertainment-mäßig, bei dem ich teilgenommen habe. Wollte ich schon immer in so einer Reality-Show sein, ne? Und hatte richtig Spaß. Wer von denen hatte was miteinander? Du, das weiß ich jetzt nicht, ob man das hier... lass dich berieseln von der Show noch. Hat es was am Laufen? Keine Fragen zum Liebesleben erstmal, ja? Ihr habt dann... Komm, keine Fragen zum Liebesleben. Wie war die Unterkunft? Wirst du auch gleich... Wird alles vorgestellt, wo wir leben waren. Was da kommt, wo wir leben, sind die krassesten Locations, die ich mir nicht erträumen hätte können, ne? Wirklich. Ist sehr interessant mit den Hintergrundinfos. Ja, ich gebe euch gerne, ihr müsst mir Fragen stellen. Also wie gesagt, ich weiß noch, im Flugzeug, wir waren alle mega aufgeregt. Ich weiß nicht, wie lange der Zeitraum war, bis der Flug war, aber ging relativ zügig. Es war eigentlich ein Trip. Das Ganze war wie ein Trip. War richtig krass. Man war natürlich auch, hatte man irgendwie einen Bezug auch zu den Kameraleuten irgendwann, weil irgendwann, du laufen überall Kameras rum, egal wo wir gewohnt haben, da ist es von morgens bis abends vor Ort geknattert. So, was konnte man gewinnen am Ende? 100.000 Euro und ein Ticket bei der European Poker Tour, das nochmal 5.000 Euro wert ist, fliegt nochmal hin. Ich sag, ich war danach in L.A., aber ich war nie wieder an den Locations da. Doch, da kommen ein paar Locations, da war ich schon. Aber ich wäre gerne nochmal da, wo wir gleich wohnen, ne? Und nochmal, ja, ich kann euch jetzt auch noch nicht so viel verraten, ne? Ihr wollt es ja auch sehen, ne? Ist jeder Tag vom ProSieben durchgetaktet? Nee, du musst dir so vorstellen, wirst du auch gleich merken in der Show. Du stehst auf und irgendwas passiert und du weißt nicht, was passiert. Ne? Du weißt, also ich habe nie gewusst, was passiert. Mir hat keiner eine Info gegeben und die anderen Kandidaten auch nicht. Ich glaube nicht, dass mir irgendeiner etwas vorspielen kann. Ist einfach aufgewacht und auf einmal ist Sophia Tomala an deinem Bett. Ne? So ist es. Werdet ihr noch sehen. Ihr werdet das alles sehen in dieser Show noch. Ne? Was habt ihr noch für Fragen? Bist du mit einer Limousine gefahren? Nee, das war ein ganz normaler Bus. Vielleicht kommt ja noch eine Limousinenfahrt.
Wie waren deine Gedanken wegen der Ausbildung zu der Zeit? Es gab keinen Plan B, ich muss hier gewinnen. Es war, ich muss hier weiterkommen. Ich bin hier im Game drin. Ich habe alles andere abgeschalten, habe nur gewusst, es geht hier um mein Leben. Hattest du Spaß? Weiter. Keine sexuellen Fragen jetzt hier. Ihr habt noch ein paar Fragen. Wurdet ihr bezahlt? Nein, da hat gar keiner Geld bekommen. Nur der Gewinner am Ende, ne? Da hat keiner Geld gekriegt. Gar nichts. Also nicht irgendwie für Verpflegung, nichts. Das war ja alles, die haben uns ja alles gegeben. ProSieben hat ja den Kühlschrank gefüllt und alles. Hattet ihr viel Freizeit? Ja. Also es gab immer wieder drehfreie Tage zwischendurch, bei denen wir gemacht haben, was wir wollten in L.A., ne? Gab's gar keine Aufwandsentschädigung? Nee, gar kein Geld. Wie viele Folgen gucken wir heute noch? Du, je nachdem, wie ich es jetzt hier... Also, eine machen wir noch, oder, Chat? Eine machen wir heute noch, oder? War die Show wichtiger oder das Pokern an sich? Das ist eine Reality-Entertainment-Show. Also, ich glaube, da zählt das Gesamtpaket. Wie bei DSDS, da muss der Sieger auch nicht perfekt singen können, wenn... Weißt du, wie ich meine? Ne? Es ist eine Unterhaltungsshow. Hast du die Brille noch? Natürlich, Menschenskinder. Habe ich natürlich noch, gebe ich auch nie her. Ich habe ein paar der Brillen danach verlost. Ich habe mehrere Brillen, fällt euch auch noch auf. Ich kann auch nicht zu viele fragen, es war sonst fünf Mal. Es war mein erstes Mal in der USA. Erste Mal in den USA, es war für mich ein Riesentrip. Ne? Ich war davor schon mal in Buenos Aires mit einer ProSieben-Sendung. Das war auch ein krasser Trip, 5 Tage in Argentinien. Und dann mit ProSieben nach L.A. zu fliegen, war für mich alles nur Alge.